Moin, heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar zu einer Buchneuerscheinung, auf die ich mich im Jahr 2019 mit am meisten gefreut habe und zwar zum neuen Zamonien-Roman von Walter Mörs, der Bücherdrache. Ja, ich muss natürlich als Zamonien-Fan und Walter Mörs-Fan alles lesen, was erscheint und jetzt gerade ist dieses Büchlein hier ganz frisch Ende März 2019 erschienen. Ich habe das Buch liebenswürdigerweise vom Verlag zu Verfügung gestellt bekommen zum Rezensieren und deswegen habe ich es natürlich auch sofort gelesen, nicht nur deswegen, sondern weil ich es einfach auch sofort verschlingen wollte und jetzt kann ich euch gleich die Rezension abdrehen. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen, kostet 20 Euro als gebundene Ausgabe und hat in etwa 190 Seiten. Es ist wieder wunderschön aufgemacht, also es hat wieder diese schöne Größe, dieses geriffelte Schutzpapier, denn es ist wieder ausgestattet mit einem farbigen Buchschnitt und passend dazu ein farbiges Lesebändchen in Rot. Seht ihr jetzt gerade gar nicht. Und es ist natürlich wieder wundervoll illustriert von Walter Mörs wieder selbst, denn die letzten beiden Werke von ihm wurden ja von Lydia Rode illustriert, die das zwar auch ganz toll gemacht hat, aber zum Zamonien-Erlebnis gehören einfach auch Walter Mörs Illustrationen ja, passen dort einfach am besten rein. Dieses Thema hier hat mich besonders angesprochen von diesem kleinen Werk, denn wir kehren hier wieder zurück in die Katakomben unter Buchheim, knüpft also so an die Stadt der träumenden Bücher und Labyrinth der träumenden Bücher und wir treffen hier wieder auf das Volk der Buchlinge. Und ich glaube, das Volk der Buchlinge ist mit das beliebteste Volk von Zamonien, weil die einfach so niedlich sind, so schrullig, so liebenswürdig, aber auch total nerdig und ein bisschen verrückt. Denn sie widmen ihren Lebensinhalt eigentlich immer jeweils einen bestimmten Autoren und von denen lesen sie alles, was er rausbringt und lernen es auch auswendig. Und daraus besteht eigentlich auch ihr gesamter Alltag. Und wir treffen hier eben auf einen ganz bestimmten Buchling, und zwar auf Hildegunst von Mythenmetz II. Denn die Buchlinge nennen sich auch immer genau so wie der Autor, den sie eben auswendig lernen. Und hier ist es eben Hildegunst von Mythenmetz. Hildegunst von Mythenmetz ist der bekannteste Autor von Zamonien, den wir eben auch aus Die Stadt der träumenden Bücher kennen, als Autor, aber auch als Protagonisten und von den anderen Zamonien-Romanen eben auch als Autoren. Und ja, die beiden treffen nun aufeinander, denn Hildegunst von Mythenmetz träumt, dass er den kleinen Buchling trifft und dieser ihm etwas zeigen möchte, beziehungsweise ihm etwas erzählen möchte. Er erzählt ihm nämlich sein Abenteuer mit dem Bücherdrachen. Der Bücherdrache ist eine Legende, denn es wird sich erzählt, dass er irgendwo in den Katakomben lebt und er besteht eigentlich nur aus Büchern. Also seine Schuppen sind alles Buchdeckel und er ist das wohl intelligenteste Wesen, was es gibt, denn er weiß auf jede Frage eine Antwort. Und der kleine Buchling möchte nun wissen, ob diese Legende tatsächlich existiert und möchte ihn gerne eine Frage stellen. Und er braucht unbedingt diese Antwort. Ja, und dann macht er sich natürlich auf dieses Abenteuer und sucht den Bücherdrachen. Und der Bücherdrache hat natürlich selbst auch eine eigene Geschichte. Welche das ist und was alles noch im Abenteuer passiert, das müsst ihr natürlich selber lesen. Ich habe es sofort verschlungen und kann euch jetzt berichten, wie es mir gefallen hat. Zunächst einmal ist der Bücherdrache natürlich ein perfektes Thema für mich, einfach weil die Thematik Bücher und Lesen einfach genau das ist, was ich gerne lese. Aber natürlich bin ich auch ein Drachenfan und diese beiden Themen vermischt, das hat mich total angesprochen. Ich war natürlich sehr enttäuscht, was heißt sehr enttäuscht, aber ein bisschen traurig, dass es wieder doch relativ kurz ist, die Geschichte, weil auch das letzte Werk, das Walter Mörs rausgebracht hat, dieses kleine Weihnachtsbüchlein, was ja auch nur aus einem Brief bestand, den Hildegunst von Mythenmetz an Hachmet Ben Kiebitzer geschrieben hat und wo es eben um Hamulimep ging, ein Fest so ähnlich wie Weihnachten und das hat er da beschrieben. Und hier ist es immerhin ein bisschen dicker, aber man muss wissen, dass diese 190 Seiten noch geschmälert werden, dadurch, dass wir ganz hinten noch eine Leseprobe haben und zwar
zwar zum nächsten Werk von Walter Mörs, und zwar ist es die Insel der 1000 Leuchttürme. Das wurde ja auch schon ein paar Mal angekündigt und wurde dann erstmal verschoben, weil bei Walter Mörs ist das wohl so, dass er sich immer diesem Projekt widmet, wo er jetzt gerade Lust drauf hat und ja, wo einfach die Zeit für ist. Und finde ich auch in Ordnung, dass er sich einfach dafür Zeit nimmt, was für ihn gerade am sinnvollsten ist. Für den Verlag ist es natürlich immer schwierig, wenn es groß ankündigt und dann das doch verschieben muss. Ja, deswegen war das wohl jetzt auch überraschend, dass jetzt gerade der Bücherdrache rauskommt. Aber ich freue mich natürlich über alles, was rauskommt und lese natürlich auch alles, was erscheint. Dennoch fand ich es ein bisschen enttäuschend, weil dann sind es doch wieder nur 160 Seiten, diese kleine Story. Und ja, das ist natürlich schnell vorbei. Ich habe es natürlich wieder genossen, in diese Geschichte abzutauchen, in die Katakomben und die Buchlinge wieder zu treffen. Aber ich muss sagen, dass ich nicht so viel Neues in diesem Buch entdeckt habe. Normalerweise ist es wirklich immer ein Ideenfeuerwerk und wirklich ein Wortspiel- und wortwitzreiches Kunstwerk. Und diesmal hat es mich ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber ein bisschen ja, schulterzuckend zurückgelassen, weil es mich nicht so sehr packen konnte. Vielleicht ist es die Dünne des Buches, aber vielleicht hat es bei mir auch einfach einen kleinen Faden Nachgeschmack hinterlassen, dass es für sich nicht so richtig rund ist, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass es hier nur ein Nebenstrang von einer größeren Geschichte ist. Das erfährt man nämlich so am Ende, dass das noch nicht ganz zu Ende erzählt ist und dass wahrscheinlich diese Figuren nochmal in einer anderen Geschichte auftauchen. Ich weiß nicht, ob genau dieses Buch eine Fortsetzung erhält, was ich eher vermute, dass das in dem Schloss der träumenden Bücher nochmal aufgegriffen wird, weil das gehört ja so ein bisschen in diesen Zyklus mit rein. Und ich habe irgendwie die Befürchtung oder die Vermutung, dass dieses Buch überhaupt jetzt gerade so erschienen ist, weil der Verlag die Fans nicht mehr so lange warten lassen möchte und nicht immer so vertrösten möchte und den Autoren dann sagt, ja, wenn du jetzt vielleicht noch so eine kleine Nebenparallelgeschichte hast, dann bring die doch als Kurzgeschichte raus, ja, dann um zu überbrücken, damit wir diese lange Wartezeit überbrücken können. Und das finde ich, weiß ich, nicht so eine schöne Strategie. Ich finde, der Autor sollte sich so lange Zeit nehmen, wie es eben nötig ist. Und wenn er dann sein Buch rausbringt, dann ist es aber dafür auch wirklich komplett abgeschlossen, abgerundet und vollkommen. Und hier bin ich mir immer so unschlüssig, ob das der Autor wirklich selber wollte oder ob der Verlag das jetzt so als Strategie macht, so kleine tröpfchenweise mal so kleine Mini-Geschichten rauszubringen, damit sie überhaupt was veröffentlichen. Ja, ich bin zwiegespalten. Zum einen freue ich mich natürlich immer, wenn etwas erscheint, und das lange Warten ist natürlich wirklich nicht schön. Wenn dauernd was verschoben wird, ist natürlich nicht schön, aber dann ja, soll er sich lieber Zeit lassen, dann ist es dafür aber perfekt. Ich hatte hier halt eben das Gefühl, dass es eher nur so ein Nebenstrang ist und nicht für sich selbst steht. Ich meine, zum Beispiel Ensel und Krete war ja auch nicht sonderlich dick, aber dafür hatte ich wirklich das Gefühl, das war alleinstehend und wirklich abgeschlossen, auch wenn es ja immer so Parallelen und Anspielungen auf die anderen Geschichten hat. Das hatte ich hier eben nicht so richtig. So ein, zwei tolle Ideen und Funken waren auf jeden Fall dabei, aber es war mir ein bisschen zu wenig. Was aber natürlich wieder total schön ist oder sind die Illustrationen, die echt immer wieder ein Hingucker sind. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass am Anfang und am Ende die Geschichte eingerahmt ist in einen Comic. Kann ich euch hier mal eben kurz zeigen. Und das hat mich sehr überrascht, das wusste ich nicht, und das hat wirklich Spaß gemacht, und das hat auch die Thematik noch mal ein bisschen aufgegriffen, denn im Grunde ist diese Geschichte eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte, denn Hildegunst von Mythenmetz erzählt uns, dass der Buchling ihm erzählt, dass der Buchling den Bücherdrachen trifft und der Bücherdrache erzählt wieder dem Buchling eine Geschichte, und in dieser Geschichte ist auch wieder eine Geschichte.
Geschichte. Also diese Idee fand ich wieder klasse. Also es war jetzt keine völlige Enttäuschung, aber wie gesagt, es hinterlässt bei mir so einen kleinen faden Nachgeschmack, weil ich so die Befürchtung habe, dass es nicht vom Autoren ausgeht, sondern eher vom Verlag, dass das jetzt hier so tröpfelweise rauskommt und dass die Geschichten eigentlich eher zu einem anderen runden Ganzen gehört. Und ja, für mich denn nicht so die Puzzleteile rausgebracht werden sollen, sondern das gesamte Puzzle denn lieber als gesamtes Werk. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber womit man sich natürlich, worüber man sich überhaupt nicht streiten kann, ist natürlich die Aufmachung. Das ist wieder ein Juwel fürs Bücherregal und für die Haptik und fürs Auge. Wunderschön, finde ich wirklich toll, dass das immer so weiter ja, ausgeübt wird und darauf geachtet wird, dass die Ausgaben so wunderschön bibliophil sind. Ja, das war es erstmal von meiner Rezension. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das denn seht. Würdet ihr lieber ein bisschen länger warten wollen und dafür denn einen richtigen abgeschlossenen runden Roman in den Händen halten? Oder findet ihr das toll? Hauptsache, es kommt irgendwas und ich habe irgendwas von Zamonien in den Händen und ich freue mich auch über dieses kleckerweise rausgeschieße und wie findet ihr denn die Geschichte an sich? Habt ihr die toll gefunden? Oder ja, wie seht ihr das? Ich bin da ja so ein bisschen zwiegespalten und kann mich nicht so richtig entscheiden. Aber insgesamt war es keine Enttäuschung, sondern auch schön, wieder zurückzukehren. Ich muss auch sagen, dass ich die Leseprobe von Die Insel der 1000 Leuchttürme nicht gelesen habe, denn ich möchte mich da in solche Geschichten immer ganz reinfallen lassen. Und das sind ja schon 30 Seiten, die mir dann wieder genommen werden. Ich hoffe, dass der Roman dann bald rauskommt. Das wird ja so ein Briefroman werden. Und dann glaube ich auch wieder ein bisschen was Umfangreicheres und da hoffe ich, dass ich dann so richtig wieder gepackt werde und dann nicht mehr zwiegespalten bin. Ja, das war's aber von mir. Jetzt bleibt mir noch, euch eine wunderschöne, lesereiche Zeit zu wünschen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.